Der Preußenadler kann schon wieder etwas mehr lachen. Der Sieg am vergangenen Wochenende gegen den SV Elversberg war wie Balsam auf die geschundene Münsteraner Fußballseele. Für die Mannschaft von Trainer Ralf Lohse ein ganz neues Gefühl im Jahr 2014. Ich denke auf jeden Fall, dass es Kraft, Mut und vor allem Selbstvertrauen gibt. Ich denke, das ist auch wichtig in unserer Situation. Und da wir auch viele Spieler haben, die, wenn sie Selbstvertrauen haben, auch ein Top-Niveau haben. Und nichtsdestotrotz müssen wir natürlich aber die Spannung hochhalten. Die nächste Hürde für die Preußen stellt am morgigen Freitag die Zweitvertretung des VfB Stuttgart dar. Und mit den Schwaben haben die Adlerträger noch eine Rechnung offen. Denn in der Hinserie verlor Münster diese Partie im eigenen Stadion mit 1:3. Gegen Elversberg hat das Team wieder mal eine kämpferische Leistung gezeigt. Auch gegen den VfB dürfte dies ein Schlüssel zum Erfolg sein. So wie gegen Kiel oder auch davor, so konnte es nicht weitergehen. Und das haben wir auch, nicht nur die Fans haben uns das nochmal verdeutlicht, sondern wir uns selbst auch. Und ich denke, so wie wir dann aufgetreten sind, haben wir den Fans auch ein bisschen wieder was zurückgegeben. Aber wie gesagt, es war nur ein Spiel. Wir haben noch etliche vor uns und wir müssen genauso auftreten. Wenn wir nur ein bisschen nachlassen, dann könnte es schon wieder andersrum schlagen. Und das wollen wir alle nicht mehr hier sehen. Einer, der es wissen muss, wie man in Stuttgart bestehen kann, ist Marco Pischorn. Der Innenverteidiger kickte selbst von 2005 bis 2010 bei den Schwaben. Ja, es werden auf jeden Fall schwere Bodenverhältnisse und nichtsdestotrotz ist Stuttgart eigentlich immer eine Mannschaft, die versucht, fußballerisch aufzutreten. Und ja, ich denke, wir müssen da auch gegen Elversberg dagegenhalten. Ich denke, so Mannschaften sind durch eine kämpferische, harte, robuste Spielweise auch gut unter Kontrolle zu kriegen. Und das muss uns gelingen. Und ja, wir dürfen der Mannschaft nicht zu viel Platz lassen, dass sie ihre spielerischen Qualitäten da rüberbringen kann. Das heißt, um das kurz zu fassen, mit in Anführungsstrichen einem dreckigen Sieg wie gegen Elversberg wärst du auch wieder voll zufrieden? Völlig. Mir ist wirklich völlig egal, wie wir gewinnen, aber wir müssen gewinnen.